kann man die nämlich alles so ein bisschen in die Ecke stellen. Ich hieß mal Hamburger Streamer, bin aber nach Rheinland-Pfalz gezogen. Da wurde ich dann von meinem Streamer-Kollegen dazu genötigt, mich umzubenennen. Hä? Bei oben ist man unten. Ach so, hat er gerade gezeigt. Na, du sollst dich aber nicht nötigen lassen, sondern das tun, was für dich richtig hältst. Genau. Ich hatte auch Leute, die gesagt haben, jetzt ehrlich, Bobas? Ernsthaft? ja. Ich habe mir da Gedanken zugemacht und deswegen. Und das ändere ich nicht. Ich habe mir vor, Gronkh würde plötzlich seinen Namen ändern, bloß weil Leute in der Community sagen, ey, hallo? Wie kannst du dich nur Gronkh nennen? Ja, das schaut doch schon mal ganz gut aus. So. Jetzt würde ich aber sagen, einmal zack, ab ins Bett. Ich habe ja schon überlegt, ob ich eine Umfrage mache wegen des Streams heute. Ob wir Medieval machen oder Grow. Aber ich habe Grow tatsächlich, ich denke schon bis in die nächste Woche rein, Parts. Aber wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? So, einmal kurz schnell speichern, weil ich möchte ja nicht, dass wir... Oh, warte mal, wir könnten ja sogar in die nächste Jahreszeit schlafen, ne? Haben wir irgendwas... Nee, also Aufgaben oder sowas haben wir nicht, ne? Technologie, Verwaltung, Karte, Tagebuch. Nee, wir haben ja keine Quests oder sowas. Wir können jetzt nur mal auf die Felder kurz gucken, ob da alles hier grün ist, was grün sein kann. 21. Ja, das weiß ich, dass die zu weit weg sind. 3, 3. 9, 3, 5, 2. Ja, perfekt, dann schlafen wir direkt in die nächste Jahreszeit rein, hätte ich gesagt. Was ist das eigentlich für ein Game? Medieval Dynasty. Da bin ich überhaupt keine Frau, ich hasse Stehrumsel. Steht im Titel, jawohl. So, Otto, komm raus. Spieler wegen im Schnee. Bauen einen Schneemann. Oder was auch immer. Ich habe dir da Tierchen hingestellt, mit denen kannst du auch spielen. Oh, ich wollte doch... Ah, ich werde hier wahrscheinlich keine Speere durchjagen können. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil ich mir dachte, ob ich das hier bei mir auch mache. Und ich glaube nicht... Ja, ist ein Holzspeer, der ist sowieso nicht. Und ich glaube nicht, dass die durchgehen. Ich probiere es trotzdem. So. Nein, die 1 bitte ausrüsten. Geh mal in den Ego-View bitte. Schauen wir mal. Hoffentlich läuft jetzt nicht meine Frau vorbei. Ja, dachte ich mir. Okay, also geht nicht. Im Grunde ist es ja auch nicht schlecht, ne, wenn es denn überall geht. Aber ich finde es... räumt jetzt die Vasen eigentlich ab, wenn ich das Fenster aufmache? Auch nicht schlecht. Entschuldigung. Da mache ich mir die Arbeit, weißt du, und stell diese Tonvasen da oben drauf. Und dann macht man einfach mal den Fensterladen auf und die Tontöpfe fallen runter, ehrlich wahr. Werden überhaupt die Fenster zugemacht? So. Was hat nicht da eigentlich drin? Waren das nicht irgendwelche Pflanzen eigentlich da drin? In den Pötten? Ah, der bleibt stehen. Achso, naja gut, es ist Winter, ne? Das sieht man natürlich nichts. Dann stelle ich dir das da mal mit her. So, zack. Ich habe 3 Scheunen, um alle meine Felder zu bewirtschaften. 3? Wow.
Sagt mir gar nichts, das Game, deswegen frage ich ja. Bissel wenig Schnee für einen Schneemann. Im Winter sind die Vasen leer. Ja, dachte ich mir eben auch gerade. Ach, da liegt wieder Zeug rum. Warum kann ich eigentlich den Stock nicht aufheben und umdekorieren? Das wäre eigentlich auch nice. Oder so die Steine hier, ne, die einzelnen, dass die... Weil der ist halt jetzt halt schön klein und wenn ich dann, ne, ihr wisst ja selber, wenn ich dann diesen Steinbrocken runterwerf, dann ist das immer ein Riesen-Otzi. So. Bisschen Honig. Da könnte ich jetzt eigentlich noch Tierchen mit herstellen, oder? Das wäre jetzt eigentlich auch nicht verkehrt, dass man da nochmal so ein... Ups. So ein Holzbär mit her tun. Und schon wabert's wieder, ne? Ich möchte ihn halt gerne gerade drehen. Aber irgendwie geht es immer nicht. Und das hier ist immer im Vibrieren, ne? So als würde da irgendwie eine Anlage laufen und der Bass scheppern. Bum, 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 bum. Okay. Hier wollte ich ja auch noch weitermachen. Den Weg zum Friedhof hin. Aber ich denke, das kann man auch so lassen. Lieber noch die ein oder andere Bank vielleicht damit herstellen. Das wäre, glaube ich, auch noch... Wenn das geht. Nee. Da geht's nicht. Ich will es auch nicht so nah am Weg haben. Oh, was da ist, egal. Servus, Cassiopeia. Ich habe meine Vasen direkt ins Fenster gestellt. So fallen sie nicht runter, wenn die Rollläden auf- oder zugehen. Du meinst aufs Fensterbrett, ne? Witz des Tages. Mich hat letztens jemand, der um die 20 ist, gefragt, was für PC-Spiele ich in meiner Kindheit gespielt habe. Ich konnte nicht mehr verlachen. Nein! Die Töpfe... Machen die Bretter kaputt. Aber gut, steckt halt im Boden, ne? Ich hoffe, dass nicht irgendwas unten im Boden steckt. Aber das Brett hier ist weg. Wer hat es geklaut? Die Kreuze passen noch. Aber hier ist nicht viel mit Deko, ne? Im Winter. Ich könnte mich jetzt da draufstellen und das Ding füllen mit Steinen. Vor allem, ich habe hier irgendwie an diesem abschüssigen Gelände eigentlich schon gar keine Lust irgendwie zu dekorieren. Ihr wisst ja selber, dass das ständig abschüssig ist. Aber wir haben zumindest einen Friedhof. Das ist ja schon mal die Hauptsache, oder? So, was könnten wir denn noch beim Henkersplatz machen? Da vielleicht noch irgendwas dekorieren? Ich könnte ein paar Stücken Fleisch in den Korb schmeißen beim Hackstock. Pittichen, der war gut. Können Sie sich gar nicht vorstellen, dass es das noch nicht gab. Das sieht, glaube ich, ekelhaft aus, oder? Wenn ich dann hier... Ah, ich habe nicht einmal... Aber Verdorbenes kann ich reinschmeißen. Ist aber auch nicht gerade. Beleuchtung fehlt hier definitiv noch. Und hier den Weg wollte ich auch noch beleuchten. Warum haben wir überhaupt Sachen dabei für
Laternen. Ich drehe wieder verkehrt rum. Vielleicht hier so neben dem Baum. Dass wir da so ein bisschen den Weg beleuchtet haben. Da habe ich ja die zwei Lampen gemacht. Da vielleicht noch ein bisschen was dekorieren. Was, da hätte ich ein Mietshaus als Festplattenplatz gebraucht. Ja, um die Zeit schon. Ganze Zimmer haben da die Computer ausgefüllt. Ich habe meinen ersten PC in den 90ern bekommen. Das erste Spiel, was ich wirklich gesuchtet habe, war Prince of Persia. Noch nicht in 3D. Ich weiß noch, dass ich damals den Commodore 64 bekommen habe und ich stolz war wie Bolle. Und da gab es natürlich dann eher solche Spielchen wie Worms jetzt nicht unbedingt, aber so Snake-Spiele oder halt irgendwelche Dattel-Games, wo du dann mit dem Joystick gespielt hast. Gerade an solche Olympic Games oder was, wo du die ganze Zeit mit dem Joystick hin und her wackeln musstest. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Joysticks ich da aufgebraucht habe. Hups. So, ein bisschen Deko hier am Stadtzentrum. Ein paar Blümchen. Oh, danke für den Follow. Anna und Face. Vielleicht kannst du es mit Büchern dekorieren. Haben wir überhaupt welche? Oh, das ist eine gute Frage. Bücher habe ich nicht wirklich. Also wenn, dann kann ich nur halt Sachen vom Händler kaufen. Weil Bücher gibt es an sich nicht, ne? Aber es wäre im Grunde nicht verkehrt. Bücher. Bücher wären gut. Muss ich sagen. Danke für den Follow, Panzerkurt. Mein erster PC, den hatte ich 1990 mit Bernstein-Monitor, MS-DOS und 5¼ Laufwerk. Der PC hatte keine Festplatte und man musste mit Diskette das Betriebssystem laden. Oh ja. Ja, die Floppy-Disk, ne? Bisschen früh für Bücher, höchstens handgemalte. Ja, es ist, im Grunde ist es echt schade, dass es hier keine Bücher gibt. Weil ich meine, wenn das ja im Mittelalter ist, es gab ja zumindest auch bei Mönchen und so weiter, das waren ja die Schriftführer, die haben ja alles geschrieben. Wundert mich jetzt schon, irgendwelche Pergamente oder sowas. Liegen aber schön in Reihe und Glied hier. Ich weiß so aktuell gar nicht mehr, was ich so alles dekorieren soll, weil irgendwie war alles schon da und es läuft jetzt halt gerade so ein bisschen ins Wiederholen rein und das ist ein bisschen schwierig. Aber es gibt ja auch keine Mönche, das stimmt allerdings. Ich erinnere mich als erstes an ZCMs. Ans Kraken. Was? Loom, Maniac Mansion und sowas. Oh, Monkey Island, ja. Monkey Island habe ich auch gespielt. Hab die Zielscheibe als Flipchart dekoriert in meiner Schule. Auch nicht schlecht. Ich meine, Zielscheibe habe ich ja hier auch, aber da kann ich nichts dekorieren. Vor allem das... Der Kleine hat echt Kraft, dass der das Tor einfach so aufschwingt. Wie findest du Final Fantasy? Ich habe es noch nie gesucht.
Nein, ernsthaft, ich hab Final Fantasy noch nie gezockt. Also das war noch nie so mein Ding, wobei es anscheinend sehr gut sein soll, aber ich habe irgendwo den Einstieg in Final Fantasy verpasst. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich jetzt halt auch schon alle 10.000 Parts, die es da schon gibt mittlerweile. Ich bin der Schwertmeister. The Legend of Kyrandia. The Legend of Zelda. Zelda habe ich auch alles eigentlich gespielt. Aber das war ja dann später die Konsole, als Nintendo dann rauskam. So, was kann ich bei dir noch machen? Eigentlich auch nichts, ne? Du bist halt der Holzhändler. Können wir noch ein paar Körbe hinschmeißen? Da ist eigentlich soweit alles dekoriert. In den Häusern, es stimmt schon, in den Häusern irgendwas zu dekorieren ist eigentlich ein Quatsch. Weil, wie häufig geht man tatsächlich in die Häuser rein? Wir machen jetzt halt auch mal, weil das war in einem Kommentar gestanden, ruhig die Fensterläden mal ein bisschen anders gestalten, also immer wieder andere machen. Weil es einfach dann ein bisschen unterschiedlich wirkt. Das, ja, klar, ne? Tut's wirklich. Das ist ausgewählt. Wir könnten sowas da. Kann ich da auch was machen? Warum kann ich bei der Werkstatt jetzt zum Beispiel keine Fenster machen oder sowas? Aber ich kann euch vielleicht probieren, hier Pflanzen reinzustellen ins Fensterbrett. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Wir sind ja nicht nur die Häuser Pflanzen haben. Zelda ist komplett an mir vorbeigegangen. Als ich dann die PS1 bekam, war erstmal Tomb Raider und Resident Evil angesagt und Silent Hill. Davor hatte ich Sega Mega Drive. Also, ich war noch nie der PlayStation-Spieler, muss ich zugeben. Mir hat der Controller nie gefallen. Also, und von daher bin ich dann irgendwann auf Xbox gelandet. Und eben Nintendo. Das sind eigentlich so meine zwei Konsolen. Ich habe immer nur auf dem PC gespielt. Ja, da bin ich sehr flexibel, muss ich sagen. Aber mittlerweile habe ich mich auch viel mehr an den PC gewöhnt. Einen Bären habe ich dem ja schon hingestellt. Ich könnte dir noch ein paar Holzbecher hinstellen. Da sind Bücher, sehe ich gerade. Das sind Bücher. Oder sollen das Bücher sein oder sind das Specksteine? Ach, das soll Geschirr sein, oder? Das sind Tellerrohlinge. Ich habe jetzt gedacht, das wären Bücher. Das sah nämlich jetzt echt so aus. Was können wir denn da noch? Nee, nee, nichts Tonmäßiges. Hier muss auf jeden Fall irgendwas Holzmäßiges hin. Dann kann ich dem nur Becher hinstellen. Ich denke nicht, dass in die Holzbecher Löffel reinpassen. Früher fand ich die Konsolen besser wegen der Leistung. Heute find ich PC besser. Fliege ständig aus dem Chat, Menno, Twitch und Technik. Ich habe aber bis auf Sega noch alles Konsolen hier rumfliegen. Also ich habe ja Switch und Xbox.
jetzt muss ich echt überlegen. Ich glaube, ich habe von meiner Mutter den GameCube da, weil meine Mutter hat früher auch extrem viel gespielt. Und ich wüsste jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe sogar noch den Nintendo 64, also wo ich dann Mario früher gespielt habe. Es geht. Da passt der Löffel rein. Ich hätte es jetzt nicht gedacht. Wo bekommt man diese Figuren? Bei Dingsbums, beim Jäger hier hinten. Na, wie heißt er? Sambor. Der verkauft die Figuren. Hey Ludwig. Oh, Leute haben Hunger. Warum? Oh, mir fällt gerade was ein. Handwerker, Verwaltung, hallo. Dienstleistung, Bauhütte. Ja, Reinhold ist unterwegs. Ne? Ich habe dem bloß noch nicht gesagt, was. Okay, aber sind nur die Häuser kaputt? Gucken wir mal ganz kurz, weil ich habe hier überall Ausrufezeichen. Dienstleistung. Habe ich keinen Platz mehr im 5000 Kilo. 1077 geladen. Wir haben Äpfel drin, wir haben Beeren drin. Milchlinge, Birnen, Eier. Okay, Fleisch haben wir sehr wenig. Karotten haben wir massenhaft. Was können wir nochmal kochen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Hups. Ich bin über PS2 nie hinausgekommen. Sambor. Ansonsten habe ich noch die erste Wii. Oh ja, stimmt, die Wii habe ich auch noch da. Die Wii U allerdings. Und die kleinen Gameboy-Dinger und gefühlte 5000 Spiele zu allen Konsolen im Schrank. Mein Sambo redet nicht mal mit mir. Das heißt, ich muss wohl von vorne anfangen. Wieso redet der nicht mit dir? Das ist auch komisch, dass die Bauhütte nicht von alleine repariert. Ja, finde ich auch total doof. Weil ich meine, die Häuser, die sind zu reparieren. Warum muss ich ihm dann noch sagen, er soll die bitte reparieren? Finde ich auch total ein Humbug. Warum haben die nichts zum Essen? Jetzt mal ganz ehrlich. Einer hat Hunger. Jetzt waren gerade drei am Hungern. Was können wir denn alles kochen? Wir könnten doch selber mal ein bisschen kochen. Kann man irgendwas machen mit Ei? Bestimmt, oder? Ich nehme einfach mal das Zeug hier mit. Alles, was unter 100% ist, nehme ich jetzt halt mal mit. So. Fleisch nur noch eins da. Na gut. Was habe ich noch einstecken? Durch oder raus, die Honigwaben. Honigwaben habe ich eigentlich nur zum Dekorieren mit rausgenommen. Oh nee, habe ich die jetzt rausgeschmissen? Nee, ich habe die rübergetan, ne? Gott. Karotten nehmen wir mal mit. Rührei, Torte. Kohl. Ey, die haben so viel Kohl. Pflaumen. Ich lasse mal das Zeug drin. Also, die Früchte. Rote Beete kann ich mitnehmen. Ich kann die Pilze mitnehmen. Weil da können wir bestimmt einiges machen, ne? Trockenfleisch, Verdorbenes. Warte mal, das nehme ich auch gleich mit raus. Die Zwiebel nehme ich mal mit. Was habe ich vergessen? Ey, so viel Kohl, ne? Die können sich alleine das ganze Jahr von Kohl ernähren. Warte mal, das tue ich auch gleich raus. Kirschen, Karotten. Karotten habe ich... Ja, nehme ich mal... Ups, nehme ich mal die Hälfte mit. Mach mir ihnen eine schöne Fliegenpilzsuppe. Edelreizke. Milchling.
Mehl habe ich ja normalerweise hier. Glaube ich. Wo habe ich Mehl nochmal? Oder war das hier bei Zutaten? Da haben wir Mehl. Okay, dann nehmen wir mal hier einfach ein bisschen Mehl mit. Servus. Servus.